Sport, schöne Frauen. Alex, der deutsche Star im Wrestling-Zirkus. Gladiatoren fighten um Millionen und riskieren ihre Gesundheit. Blut beim Brutalo-Catchen. Kampf im Käfig auf Leben und Tod. Ein Fall für 24 Stunden. Wild wie ihre Helden. In Atlanta warten Wrestling-Fans auf Hulk Hogan, Macho Man, Sting und auf Alex aus Germany, genannt das Wunderkind. Viele Frauen kommen nur wegen Alex. Ich friere mir seinetwegen mein hübsches Hinterteil ab. Das Wunderkind aus Nürnberg ist gerade 20, 1,95 groß, 100 durchtrainierte Kilo schwer. Alex Wright lebt seit einem Jahr in Atlanta und ringt als einziger Europäer mit den ganz Großen im amerikanischen Wrestling-Zirkus. Und das sind mir auch die Daumenhalte, ne? Das TV-Spektakel bringt Veranstaltern und Wrestlern Millionen. Aber Megastars wie der Hühner Hulk Hogan werden langsam zu alt. Deshalb sind die Manager der Wrestling-Liga immer auf der Suche nach frischen Sympathieträgern. Der Trubel, was um einen herum ist und dass man bekannt ist und dass ihn einer kennt, das ist sehr schön. Bloß habe ich damals vergessen, wenn man hier rüberkommt als Neuling, dass natürlich die anderen älteren, erfahrenen Ringer natürlich mich gleich als Konkurrenz total ansehen und dann mir natürlich zeigen wollen, wer der Chef ist. Und ich habe auf sehr viel Widerstand bin ich am Anfang angetroffen und habe halt erst beweisen müssen, dass ich nicht doch irgendwo so ein junger Hupfer bin, der was machen will, sondern dass ich auch was drauf habe. Muskeln und strahlendes Lächeln allein reichen nicht im harten Wrestling-Geschäft. Alex muss Schauspieler, Stuntman und Akrobat sein, aber vor allem seine Knochen hinhalten. ...2500 Kilometer von Atlanta entfernt, Casper im Bundesstaat Wyoming. Hier ist Amerika besonders idyllisch und friedlich, aber nicht mehr lang. Paul Valens verdient sein Geld damit, andere brutal zu verletzen. I can go through to the other floor. Morgen Abend will er hier in Casper zuschlagen. Wie immer ist die Hoteldusche ein paar Nummern zu klein für den 2-Meter-Mann. Alle paar Monate verwandelt sich dieser freundliche Riese in eine gnadenlose Kampfmaschine. Zwischendurch bringen sich Paul und seine Freunde mit Videos vom letzten Turnier in Stimmung. Ultimate Fighting Championship, Kampf bis zum Ende, heißt der brutalste Sport Amerikas. Mann gegen Mann im Drahtkäfig. Außer Beißen und Augenstechen ist alles erlaubt. Die Mordsgaudi gibt's als Pay-TV für 30 Mark. Oh God, yeah. Den 25-jährigen Paul reizt der Adrenalinstoß beim Extremduell. Und die Siegprämie, $50,000. Wir werden Paul und seine Mitkämpfer in den nächsten 24 Stunden bis zum Fight begleiten. Hier fühlen sich die Gladiatoren zu Hause. Ohne das TV-Geschäft wären sie selbst eine Jahrmarktattraktion. Preisboxer zwischen Schießbuden und Karussells. Ex-Footballspieler Paul hat nicht nur Muskeln. In seinem anderen Beruf ist er Computertechniker. Inzwischen hat es sich in Casper herumgesprochen. Die Fighter sind da. Für ihre Fans sind sie furchtlose Helden. Aber so langsam werden die Extremkämpfer nervös. Wir versuchen uns abzulenken, sagt Jack McLaughlin. Heute Nacht denken wir nicht daran, dass wir bald aufeinander losgehen werden. Wir sind Profis und wir respektieren einander. It's about the respect. That's all.
Aber morgen im Drahtkäfig ist Schluss mit Freundschaft. Dann geht's nur noch um eins: den anderen so brutal wie möglich zu verletzen. In Atlanta zeigt Alex an diesem Abend, warum die US-Profis Angst haben vor dem jungen Deutschen. So wollen die Fans ihren Jung Siegfried sehen. Vor 3 Monaten brach ihm ein Gegner die Kniescheibe, aber das war ein Unfall. Profi-Wrestling ist Show. Hier wird selten jemand absichtlich verletzt. Die Prügelei ist getürkt. Wer gewinnt, steht meist schon vorher fest. Den Zuschauern ist das Schnuppe. Hauptsache Action und Drama. Fair Play ist Alex auf den Leib geschrieben. Hinterhältige Tricks passen nicht zu seinem Sunnyboy-Image. Aber sein Gegner greift zu unfeinen Methoden und wird disqualifiziert. Brot und Spiele im Fernsehzeitalter. Während Alex aus dem Ring humpelt, läuft schon die nächste Shownummer an. Das Wunderkind hat gewonnen. Ja, leider nicht so, wie ich wollte. Disqualifikation zählt nicht? Ich wollte halt richtig gewinnen. Das Ergebnis wird doch meist vorher ausgekungelt. Wo ist die Grenze zwischen Sport und Show? Ich kann nur sagen, mir tut es ziemlich weh und freilich ist total viel Entertainment dabei, aber es ist in jedem professionellen Sport, wie hier beim Tennis, wenn der McEnroe seinen Tennisschläger auf den Platz schmeißt oder Boris Becker irgendwie seinen Tennisschläger kaputt macht oder beim Fußballen. Das ist alles Entertainment, sonst würden ja auch die Leute nicht zuschauen, unbedingt. Ist es denn einfach, Frauen kennenzulernen nach den Kämpfen? Ja, das ist sehr, sehr einfach, ja. Wenn, also die im Zuschauerraum sind, die sehr einfach, da welche kennenzulernen. Aber ich bin nicht der Typ dazu. Bei den Brutalo-Fightern im wilden Westen Wyomings gehören Sexy Girls zum Pflichtprogramm. 2 Uhr nachmittags. Die Saloonschönen sollen später das Publikum vor dem Drahtkäfig anheizen. Sex und Gewalt, die Traumkombination der Veranstalter. Zur selben Zeit begutachtet Paul ein letztes Mal die Arena. Casper ist eine der wenigen Gemeinden, die den blutigen Kampf bis zum Ende noch zulassen. Politiker und Staatsanwälte wollen die Gewaltorgie in allen US-Bundesstaaten verbieten. Paul ist Karate- und Judo-Experte. Sein erster Gegner heute Abend boxt lieber. Der schnelle Bodenbelag macht ihm Sorgen. An der Stelle kann mich jedenfalls keiner mehr packen. Jack hat sich noch schnell die Haare abschneiden lassen. Kurz vor 4. Die Fighter werfen sich in Pose. Danach gehen die Gladiatoren zum Aufwärmen. Für die Presse gibt's einen Schnellkurs in Sachen Extremsport. Wir lernen, dass erst dann Schluss ist, wenn einer aufgibt oder das Bewusstsein verliert und aus dem Ring getragen wird. Manchmal mehr tot als lebendig. Aufwärmen für den heutigen Fight. Vielleicht muss Paul gegen diese Ringer antreten. Noch sind die Schläge nur angedeutet, die den Gegner später mit voller Wucht treffen. Nur keine Verletzung vor dem Kampf. Manchmal passiert es schon, dass man im Eifer des Gefechts zu sehr rangeht. Das tut dann richtig weh und wir schlagen mit der flachen Hand 4-mal auf den Boden. Das heißt, ich gebe auf. Im richtigen Kampf kommt man dazu oft nicht mehr. 2 Stunden noch bis zum ersten Fight. Familienausflug in Atlanta, 11 Uhr morgens. Alex' Bruder Patrick und die Eltern halten engen Kontakt zu ihrem berühmt gewordenen Auswanderer. 2-mal im Jahr kommen sie zu Besuch, aber wohnen, sagen sie, könnten sie hier nicht. Hat Alex manchmal Heimweh?
Johnny, ne? Ich habe schon oft gehabt, dass ich ziemlich Heimweh gehabt habe. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn mein Vertrag ausläuft, dann werde ich vielleicht zurückgehen. Aber das ist bloß eine gewisse Phase. Im Winter ist man eh mehr depressiv, also die Stimmung ist nicht so gut. Deswegen haben mich meine Eltern auch besucht und jetzt geht's schon wieder. Auch Arnold Schwarzenegger begann als Muskelmann. Die Filmkulisse versüßt dem Kinofan sein karges Mittagsmahl. Als Profi-Wrestler darf Alex kein Fett essen, nur gegrilltes, gedünstetes, viel Obst und Eiweiß. Brichst du dann ab und zu aus und sagst, jetzt esse ich aber doch Schokolade und Butter? Oder bist du da? Ja, jetzt über die Weihnachtszeit habe ich auch ein paar Plätzchen gegessen von der Oma und von meiner Mama. Ein paar Kuchen und so. Solange ich daheim bin, habe ich jetzt schon ein bisschen, hier sagt man, gecheatet. Weil ich habe ja die Küche nicht so, die deutsche Küche. Da bin ich froh, wenn ich daheim bin, dass ich wieder mal deutsches Essen bekomme. Alles ohne Fett, alles gesund. Wenn man schon auch den Namen bekommen hat, das Wunderkind. Ich meine, ich habe mir den jetzt selber rausgesucht, aber ich möchte dann wenigstens den Namen auch entsprechen mit der Figur. Und ja, und rauchen und trinken tust du ja ganz nicht. Genau. Also er trinkt nicht, kein Alkohol, rauchen, hat er noch nie geraucht. Wir alle nicht. Aber schon ganz gut, ne? Paul hat seinen ersten Gegner schon erledigt. So leicht wird's nachher nicht sein. Das wäre schön. Eine Stunde vor dem Kampf testet Paul seine Reflexe. Ich bin in Alaska aufgewachsen. Da geht's ganz schön rau zu. Wenn einer frech wird, haust du ihm eins in die Schnauze und damit hat sich's. Hier oder in Kalifornien wird immer gleich geschossen. Ich habe mich schon früh daran gewöhnt, fighten zu müssen. Aber selbst in der brutalsten Schlägerei gebe ich immer nur zurück, was mein Gegner austeilt. Wer versucht, mich ernsthaft zu verletzen, dem tue ich richtig weh. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God. Rudy Moncayo verlässt sich lieber auf den lieben Gott. Vor jedem Kampf holt er sich Kraft und Zuversicht aus der Bibel. Ohne meinen Glauben an den Herrn wäre ich jetzt, so kurz vor dem Kampf, schon ein nervöses Wrack. I know my personality and to tell you the truth, I know I would have been a nervous wreck. Aber ich spüre den Heiligen Geist in mir und bin ganz ruhig. In Atlantas Wrestling-Schule bereitet sich Alex auf seinen nächsten Kampf vor. Zweimal pro Woche trainiert er hier. Heute mit seinem besten Lehrmeister, dem gebürtigen Briten Stephen Wright, seinem Vater. How are you, gentlemen? Alex Laufstall war sein erster Ring. Vater Steven, 16-mal Catcher-Weltmeister, nahm ihn schon als Baby mit auf Tournee. Weil ich habe eine schwere Verletzung am Knie. Und die Ärzte haben gesagt, ich sollte meinen Stiefel aufhängen. Ne? Also es war sehr traurig für mich, weil das ist für mich wie eine Droge. Ich kriege ein High, genauso wie ein Jogger oder ein Sprinter oder so. Ich kriege das vom Ringkampf. Und Ringkampf war mein Leben. Alex musste seine Lehre als Versicherungskaufmann abschließen. Erst dann ließ ihn sein Vater zu den Wrestling-Profis. Alles von Papi gelernt. Stephen Wright ist ein wenig außer Übung und durch seine Verletzung gehandicapt. Vielleicht hätte er Junior doch nicht alles beibringen sollen. Alex anderer Trainer Joe Hamilton ist eine Legende im US-Wrestling. Alex ist kein Muskelprotz, aber er hat jetzt schon den Mut und die Wendigkeit eines sehr guten Profis. Bei uns kommt es nicht auf Brutalität an. Aber auch Begabung allein reicht nicht. Alex kann fliegen, weil er jeden Tag knochenhart trainiert. Ich mag Aufgabenbegriffe sehr gerne, die ich alle von meinem Vater auch gelernt habe.
Da gibt es nämlich nur noch wenige Ringer, die das können. Und ein Zeichen? Ja, wie gesagt, nicht nachmachen.